Was geht ab, ihr Monster, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Roblox. Wir spielen heute Shinobi's Life 2, denn das scheint ein ziemlich gehyptes Spiel zu sein, zusammen mit dem Pharos, der jetzt hier mir gegenüber steht. Was geht ab? Hallo, ich bin der Allerechte. Der Allerechte, genau, der Allerechte. Wir haben absolut keine Ahnung von dem Spiel und wir werden uns das jetzt einfach mal gönnen und reinziehen und eventuell, ne, smash den Like-Button bei beiden, wenn das gut ankommt, wenn wir eine Series draus machen. Wir sind beide, naja, ich habe Naruto vielleicht, die damals auf RTL 2 liefen, vielleicht 5, 10 Folgen geguckt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber ich glaube, ich bin hier ein ziemlich großer Außenseiter in meiner Community. Ja, nein, also Freunde von mir gucken das so. Ne? Also trotzdem bin ich da nicht so jetzt gerade im Game drin, so, ne? Vielleicht gefällt uns das ja und dann gucken wir uns das irgendwann mal an. So, wir haben eigentlich noch gar nichts gemacht. Wir haben uns nur die Charaktere erstellt tatsächlich und man kann jetzt hier unter L Quests annehmen. Ziemlich einfache, glaube ich sogar. Mhm. Aber ich kann sie nicht claimen. Da geht's schon los. Ah, doch hier. Dash Once. Ach so, wenn man das macht, kann man das einfach wegclaimen. Ah, ich verstehe. Okay, was müssen wir denn machen? Chakra und so. Ich würde sagen, wir gehen einfach ein bisschen kloppen, oder? Und dann werden wir erstmal. Ja, gehen wir ein bisschen kloppen, dann würde ich sagen, nehmen wir los. So, wir sind jetzt hier in der Wildnis und ich finde absolut nichts, aber ich höre doch die Leute hier kämpfen. Wo müssen wir hin? Also, ich schätze mal, da ist ein Tempel, das sieht doch schon schmackhaft aus. Gehen wir mal da einfach hin, ne? Warum sind wir so lost in solchen Spielen? Ja, du hast gesagt, ja komm, lass aufnehmen, aber keiner weiß, was da hier abgeht, ne? Einfach blind durchlaufen. Einfach mal blind aufnehmen. Blind aufnehmen und dann beschweren, was müssen wir machen? Ich hab halt, du kannst double jumpen. Oh. Ich glaube, wir hätten in der Stadt bleiben müssen. Also hier irgendwie, hallo? Also hier ist so ein großer Zaun, dass man drüber springen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das sollen, aber wir machen es einfach mal. Ja, da gab es eh einen Eingang, wir sind zuvor, den Eingang zu nutzen. Warum? Hä? Oh Gott, Wasser! Nein! Ah! Er hat mich gerettet. So, ich bin im Tempel. Mal gucken. Kann man hier trainieren oder sowas? Ich hab keine Ahnung. Ich hab ein sehr böses Gefühl, dass hier gleich irgendwas Böses kommt und uns ganz Böses verkloppen wird. Ich hab das Gefühl, dass wir hier nicht sein sollten und eigentlich noch was anderes machen müssen. Komm, in die Hand rangehen. Hey, hab ich versucht, ging nicht. Da hinten sehe ich kämpfen. Komm, wir gehen jetzt mal zu den Kämpfen. Wir müssen doch irgendwo hier was kloppen. Also wir haben hier anscheinend Stamina, Char, weiß nicht, was Char ist, irgendwas. Chakra. Chakra, das weiß sogar ich. Was ist denn los mit dir? Ja, ich habe wie gesagt, nie geguckt so richtig so, ne? Und wir haben MD, dann der Profi. Aber klar, was ist denn MD hier im Spiel? MD ist, warte, hab ich gleich. Genau, perfekt, wir können weitergehen. So, was ist das denn da? Das da sieht böse aus, lass mal angreifen. Es fliegt. Oh, der ist schon weg. Okay, was zum? Können wir uns kloppen? Komm, ich klopp dich einfach. Ah! Nein, wir müssen 65 sein. Nein! Aua! Auf! Was? Komm her! Nein, ich fliehe! Wir müssen Level 65 sein. Wir haben unten. Wir haben da so Keybinds. Heißt das, wir können Fähigkeiten freischalten? Ich glaube. Aber wir müssen erstmal neue Sachen claimen. Hier habe ich schon mal wieder was zum Claimen gehabt. Ich glaube, wir sind total schlecht. Ich glaube. Wir müssen wirklich in der Stadt anfangen, glaube ich. Ich glaube auch. Kommen wir hier zurück. Wie kommen wir denn zurück? Guck mal hier, ich glaube, die können wir verprügeln. Die sehen sehr böse aus. Ich verprügel den. Oh ja, er ist richtig weggeflogen. Wow. Oh, jetzt geht aber los hier. Aua. Ich glaube, ich bin tot. Wir haben uns verprügelt. Oh, wow. Die sind Level 383. Und haben 51.000 HP. Ja. Oh, und ich glaube. Denn der zieht die gerade einfach easy weg. Ich glaube, wir sollten wirklich dann in der Stadt erstmal trainieren und gucken, was geht. Aber mal, wir leben wieder. Ja? Hä? Ich nicht, ich bin doch kaputt. Ja, weil du noch diesen vom NPC da verkloppt wurdest. Ah nein! Ich bin doch mal kaputt. Aber ich kann das Holz auch nicht. Ist einfach ein Holzbalken auf dem Kopf. Ja, wir sehen uns dann. In 5 Sekunden bin ich wieder da. Komm schon! Jetzt aber schnell weg. Nee, wow. Ich habe genug Kloppe gekriegt. Wir gehen in die Stadt. Wir haben uns halt ge-one-hitted. Aber es war schon cool. Ich habe ihn an die Wand getreten. Hast du gesehen? Ich würde sagen, wir sind hier der Sieger. So, hier können wir trainieren. Oh ja, das gibt sogar. Ich kann wieder was claimen. Warte mal, ich claim das mal hier rein. Ach, dieses Claim-System ist aber nicht so cool, muss ich gestehen. Aber gut. So, was kriegen wir jetzt hier, wenn wir hier trainieren? Ich sehe halt auch nirgendwo. Wir kriegen Experience unten und mehr anscheinend nicht. Ich habe jetzt auf jeden Fall Feuer Level 2 gerade gekriegt.
Vielleicht müssen wir ein bisschen drauf spammen und XP freischalten. Haut auf jeden Fall mal in die Kommentare, falls ihr hier schon mehr wisst als wir. Wir gucken uns die Kommentare auf jeden Fall an. Und dann können wir nämlich damit auch vielleicht mal wissen, was abgeht. Also ich habe jetzt hier Feuerlevels. Ah, okay, ab Level 20 können wir Fähigkeiten haben. Level 3. Okay. Unten. Du siehst auch unten in der Mitte, siehst du deine Erfahrung. Ja, aber mal kurz. Get Skill. Okay, Also ich kann. Was für M? Also ich bin maximal lost im Spiel, also da ist irgendwie gerade. Wenn du M drückst und dann links auf Ninjutsu gehst, dann hast du da oben dein Level und unten stehen dann die Fähigkeiten. Ab 20 zum Beispiel haben wir die ersten Feuerattacken. Oh, ja, dann können wir noch ein bisschen, glaube ich, Holz kloppen hier, ne? Ja, ich sehe das auch so wie du, ich glaube. Wir spielen ein bisschen Lumber Tycoon jetzt hier. Haben sowieso viele von mir gefragt, wann ich denn endlich mal Lumber Tycoon spiele. Jetzt! Sag mal so, wenn die Leute auch in Lumber Tycoon interessiert sind, könnt ihr in Kommentare schreiben. Wenn ihr in Lumber Tycoon auch interessiert seid, dann schreibt auch mal einen Kommentar rein. Ich hatte das Format wirklich mal aufgenommen früher, aber da war der Hype noch nicht so real. Ja, es kam erst später, ne? Hab ich auch, mit den Updates hatten die Leute da Bock drauf, hab ich auch gesehen. Also bis Level 20, ne? Sollen wir erstmal weiter gucken oder sollen wir einfach machen? Ich glaube, wir gucken jetzt mal, wir haben jetzt genug, glaube ich, Level. Ich bin jetzt bei 15. Hier ist ein Riesenfeuerball. Oh, Junge. Locker müssen wir die hier verprügeln. Aber ich kann nicht. Vielleicht war das nicht die. Das ist. Mission complete! Hä? Ja, easy! Das verstehe ich. Also, das waren die. Wir mussten die verprügeln. So, neue Mission. Also, du machst was mit Defeat Corrupted Cloud Shinobis. Oder wie das heißt. Jetzt muss ich irgendwas. Genau, Stone Shinobis muss ich jetzt verprügeln. Genau, dann haben wir die gleiche Quest. Dann müssen wir nur noch finden, wo die sind. Das sind die, die so ein Steinsymbol halt auf dem Kopf. Warte mal, ich verprügel einfach alle. Nein, Helmung krieg ich nicht hoch. Ah, der ist mir zu böse. Hast du die da? Nee, hä? Die Stein auf Steinsymbol? Nee, ja, die haben so Steinsymbol, glaube ich. Aber das sieht man halt nicht, ne? Man sieht das halt nicht. Kann ich dich verprügeln? Nee. Allgemein, wie kann Leute gerade. Doch, ich kann prügeln. Hä? Das ist ganz komisch gemacht irgendwie. Ja, ich glaube auch nicht, dass wir die gerade verprügelt haben. Ich glaube, die hat einfach jemand anders verprügelt vorhin. Ich glaube, ganz ehrlich. Ich glaube, das sind die, die draußen sind. Siehst du? Und die verprügeln die ganze Zeit und wir kriegen die Missionen nicht. Aber da ist auch dieser. Siehst du den Punkt da? Da hinten? Das ist ein Punkt, ein Marker, glaube ich, ist das. Ja. Ich habe die jetzt abgeschlossen, ne? Wie? Meine war fertig. Bei mir ist jetzt hier. Weil die irgendjemand verprügelt hat. Hä? Also hier ist ein Punkt. Die Grünen scheinen Quests zu sein, die für alle sind. So, und wenn die ja jemand verprügelt, dann kriegst du die abgezogen. Schreibt uns auf jeden Fall in die Kommentare, wie das hier funktioniert. Ich glaube, der verprügelt dich. Du lebst noch? Ja, natürlich. Na gut, dann hauen wir ihn jetzt. Ich hau mit! Aber irgendwie. Der eine juckt es irgendwie nicht, der lässt sein Mate einfach hier liegen. Holz! Oh, Holz, nice! Ah doch, das ist die Quest. Also da, wo die Punkte angezeigt werden, sind die Quests. Ah, okay. Na gut, dann verprügel ich mit, weil ich habe gerade keine Quest offen. Holz! Hast du abgeschlossen? Ich blink jetzt richtig. Nice! Ich bin Level 14. Dann holen wir plus 18 Points. Du bist Level 14! Nee, 15! 15 sogar schon, sehe ich unten. Ich bin erst Level 12! Nee, 21! Okay. Wahrscheinlich, weil die irgendjemand gemacht hat vorhin. Während ich die nur angenommen habe. Das ist gut. Oh, lauf nicht da rein. Lauf nicht da rein. Oh, ich hab mich gerettet. Ich bin stunned. Ah, hört doch auf, so als voll. Ich konnte drüber springen. Oh. Doppelsprung und dann X kannst du höher springen. Langsam gefällt mir das Spiel. Also das heißt, grüne Quests sind Open Quests und blaue einzelne wahrscheinlich. Hey, das ist ja voll gut. So, hier muss ich jetzt Rogue Bandits mit prügeln. Ja, muss ich mal wieder finden, der das mir anbietet. Da hinten ist einer. Können wir auch mehrere annehmen? I don't know. Ne, ich glaube immer nur eine. Die Frage ist, krieg ich Level, wenn ich mit dir prügel? Du kriegst auf jeden Fall Erfahrung, weil du drauf haust, aber du hast die Quest dann nicht. Ups, ich habe die falsche Taste gedrückt. So, jetzt Doppel-M. 11 Minuten 40. Aber ich habe keinen roten Punkt, so wie du den hattest. Komisch. Aber hier steht auch gerade keiner, muss ich dazu sagen. Vielleicht deswegen auch nicht, weil. Doch, da hinten ist ein roter Punkt. Oh, dann war die Shinobi-Halle doch da richtig. Dann habe ich das doch richtig verstanden. Okay, wir gehen mal hin. Warte mal, wir gehen mal hin. Wir dashen hin, sonst wäre schneller. Huh! Dieser typische, wie heißt der denn nochmal, der Dude? Naruto One. Ja, genau, Naruto One. Das ist das Einzige, was ich weiß. So, hier links scheint er zu sein.
Oh. Starving. Ich bin nicht am Verhungern. Ich weiß nicht, kann man in Wasser? Also. Ja, man kann auf Wasser laufen. Einfach mal gemacht. Oder auch stehen bleiben. Ja. Das ist gesehen. So, hier hinter sind sie schon. Da sind sie. Verprügeln. Das sind die Banditen, die wir prügeln müssen. Erstmal direkt wegkicken den Sack. Oh! Aua, aua, aua! Ich kann. Ah, jetzt kann ich. Level 16. Also Level 2 scheint doch mit. Aber der macht anders Schaden, du. Ja, irgendwie manchmal. Okay. Na gut, dann gehen wir mal runter. Komm, verloren, Junge! Oh, Moment, Level 20 kann ich doch eine Feuerattacke lernen. Was ich gleich mal machen. Wer kriegt halt richtig auf den Keks hier? Komm schon, verloren, Junge! Ah! Ich glaube, der wird danach einen blauen Flecken kriegen nach der Aufnahme. Komm schon! Ja, auf jeden Fall, aber ich habe auch gut auf den Sack gekriegt. Komm! Sommer, wie viel hält denn der aus? Wie schlägt man doch mal feste? Weiß ich gar nicht, irgendwie. Oh ja. Also mit rechts kann man sich fokussieren auf den. Irgendwie. Wow. Hä? Das ist Holz. Oh, er hat nicht mehr viel. Nice. Jetzt ist er tot. Warte mal. Jetzt muss ich. Warte mal. Bevor du was machst. Ich kann ja jetzt Feuer lernen, oder nicht? Unlock. Ne, warte mal. Was brauche ich denn dafür? Level 20 habe ich. Chakra 160. Ah, ich brauche mehr Münzen. 3000. Ne, habe ich. Ich glaube, ich habe nicht 500 Chakra. Was? Chakra 500? Achso, nö, ist kein Problem. Ich kann schon 250 allein von meinem Level, konnte ich da gerade drauf packen. Ah, ich drücke mal Escape. Ich komme, um den anderen zu verprügeln. Wo ist er? Da. Angriff! Wo bist du? Ich hau dich weg, Junge! Bam! Uff, der fliegt aber auch richtig. Der hat noch 1700 Leben. Das war überhaupt gar nicht der Level vorhin. Das ist nur Leben. Level 16. Ah doch, da stand vorhin Level irgendwas. 300, nochmal. Ich glaub dich. Das Schlagen ist ganz verwirrend irgendwie. Ja, irgendwie also manchmal das nicht immer, aber ich treffe dich auch, das ist das Problem. Aua! Ah! Ja, da zurückgehauen, meinst du? Wir müssen den auf jeden Fall ohnmächtig halten. Lass mal ins Wasser gehen. Nein. Komm, der hat nur noch 900. Verprügel ihn, Junge! Power out, rau! Es geht nicht! Oh, es regnet sogar noch. Oh oh. 159! Ei! Na, Victor! Mission abgeschlossen! Ah, also wir können eigentlich Nebenmissionen, die wir nicht haben, mithelfen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier nochmal ein bisschen an die Holzklötze und falls ihr mehr davon sehen wollt, smash den Like-Button, lasst auf jeden Fall ein Abo da bei uns beiden und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Also ich finde es gar nicht so schlecht, jetzt wo ich weiß, wie es funktioniert. Und ich hätte Bock mehr zu machen, haut den Like-Button raus. Falls euch das Video gefallen hat, dann smasht den Like-Button und hinterlasst mir gerne ein kostenloses Abo. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Zockmonster.